Okay, nochmal zum Abschluss von den ganzen Basics im Torwartspiel. Wir haben jetzt bei den vorherigen Sachen angeschnitten, die Grundstellung, wie sie richtig sein soll. Ja. Wir haben immer wieder angesprochen, dass die Aktion nach vorne für den Torhüter einfach wichtig ist, ja, für alle weiteren Aktionen, für die seitlichen Bälle. Wir haben angesprochen, die zentralen Bälle auf dem Mann, was er beachten muss, dass er offen stehen muss, dass die Handstellung da richtig ist. Ja. Und jetzt als Letztes, um das alles komplett nochmal abzudecken, gehen wir nochmal kurz darauf ein, wie überhaupt der Torhüter die ganz normalen Bälle hier, die auf den Mann kommen, ja, wie er die fangen soll. Also Grundstellung war alles klar. Ja. Mit den Händen ist vorher ab bei einer anderen Übung schon erklärt worden. Jetzt ist halt die Handstellung genau richtig, dass er hinten praktisch mit seinen beiden Daumen arbeitet, ja, und dass er hier im Handgelenk relativ stabil bleibt. Ja. Was auch verkehrt ist, wenn er die Hände zu eng zusammen hat, ja, sondern einfach, dass er hier hinten eine schöne Sicherheit hat und dass ihm der Ball nicht durchrutschen kann, auch wenn er nass ist. Ja. Schauen wir uns mal ganz kurz an in der Übung. Okay, Max, ganz normale Bälle auf dich. Ja. Schau auch Schwerpunkt wieder vorne, gell? Körper nach vorne. Und Kopf. Okay, gut. Was jetzt hier auch ganz entscheidend ist, es waren ein, zwei Bälle dabei, die waren grenzwertig. Ja? Weil das für den Torhüter auch immer wichtig ist, er muss entscheiden, wo kommt mein Ball hin. Ja? Wenn die Bälle alles, es gibt immer eine Grundregel, alles was hier so unter meine ja, Brustmuskulatur unterhalb so kommt, hier, wenn es anfängt, ist es für ihn schwierig. Ja, es waren ja, ein, zwei Bälle, die waren ein bisschen flacher. Wird er ein Problem haben, den Ball, wenn er weiter runterkommt, den Ball so zu fangen. Ja? Er kann ihm keine Fläche mehr bieten. Er muss irgendwie in die Hocke gehen oder irgendwas. Ja? Also muss er das auch unterscheiden, dass er sagt, okay, hoher Ball, zentral, Kopfhöhe, hier, hier, hier. Alles, was praktisch bis hierhin ist, jeder Ball auf der Höhe, wird dann so gefangen, wie wir es gerade ja, am Anfang erklärt haben. Ja. Alles, was darunter kommt, muss er dann wieder schauen, dass er praktisch seine Handstellung anders macht und ähnlich wie beim flachen Ball eher in eine Schaufelbewegung den Ball auf sich nimmt. Aber er muss natürlich dann auch schauen, dass er nicht aufrecht steht. Ja. Er muss ein bisschen hier die Füße strecken, das Gesäß ein bisschen nach hinten, dass er hier den Ball schön aufnehmen kann. Ja. Solche Sachen sind dann immer wichtig, dass man das im Training vielleicht dem Torhüter immer mit auf den Weg gibt am Anfang. Dass man sagt, du kriegst jetzt erstmal 5 hohe Bälle für mich. Ja. Dass er weiß, okay, hohe Bälle, dann 5 halbhohe Bälle, solche 5 flache Bälle. Das ist immer, ja, dass er den Ablauf einfach kennt, ist nur zum Reinkommen. Ja. Probieren wir mal ein paar halbhohe auf dich, Max. Ja. Okay, und komm. Letzter Ball, dann machen wir mal Torwartwechsel. Gut, Kiwi kommt bitte. Mit hohen fangen wir an, Kiwi, ja. Hohe auf dich, Kopfhöhe. Jawohl. Gut, flacher Ball, halbhoher Ball. Jawohl. Und letzter Ball. Okay, gut. Also nochmal, vielleicht nochmal zum Verständnis. Ist immer entscheidend, der Torhüter wird im Spiel nie vorgegeben bekommen, Ball kommt so, Ball kommt so. Ja? Es ist rein, um den technischen Ablauf zu trainieren, zu verfeinern, dass er es hier weiß. Er muss natürlich dann im Spiel und der Wettkampf, ja, Druck, selber entscheiden, wo kommt der Ball hin. Muss ich den Ball so fangen? Muss ich ihn so fangen? Muss ich ihn so fangen? Aber da muss er natürlich jede Technik im Einzelnen top beherrschen. Sonst kann er schwer umsetzen in irgendeinem Spiel oder auch im Training.